Deine Salbung zerbricht das Joch. Oh, danke, Jesus. Ieri a Carabasso cototo li tiende scabarambai. Silia mananana yigidi andaradadadadadadadai. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, für diesen Ort, an dem wir dich anbeten dürfen. Halleluja, danke, Herr. Du bist dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit, Jesus. Halleluja, danke, Herr, für diese Gemeinde, Herr. Danke, Herr, für diesen Ort der Versammlung. Für die Herausgerufenen, herausgerufen aus dem Reich der Finsternis, hineinversetzt in sein Reich des Lichts. Amen. Amen. Halleluja. Danke, David. Und du bist mir noch so nah. Wow, das war stark. Halleluja, danke, Herr. Während dem Lobpreis, ich war so dankbar einfach. Gott hat mich so gesegnet. Ich hoffe, dich auch. Seine Gegenwart ist das Beste. Und dann haben wir solche Tiefseetaucher als Lobpreiser. Halleluja, danke, Herr. Lobpreisteam, ihr seid die Besten. Und ich freue mich wirklich auf diese Zeit, wo wir jetzt zumindest einmal im Monat jetzt nach dem Gottesdienst kann jeder ausschwirren und essen oder sich was essen, zum Essen holen. Wir essen da draußen gemeinsam und danach haben wir noch Zeit in Anbetung und Lobpreis. Das ist das Schönste. Miteinander den Herrn zu erheben, seinen Namen zu erheben, seine Gegenwart zu erleben, sein Reden zu erleben. Das ist das Beste. Weißt du, wenn die Zeit kälter wird und irgendwo fühlt sich so an, dann muss man sich mehr anziehen, oder? Kennst du das, wenn du im Winter rausgehst und bist underdressed? Kann gar nichts. So rein nur aus Eitelkeit oder so, dass ich sage, ich ziehe die Jacke an, weil aber nicht gefüttert, weil mit anderen schaue ich aus wie ein Eisbär. Aber wir müssen uns warm anziehen in diesen Zeiten. Es sind gute Zeiten. Es ist Zeit mit Gott, ist immer gut. Das Licht strahlt hell, keine Frage. Amen. Das Licht strahlt hell. Aber es ist gut, wenn wir uns warm anziehen. Das heißt, voll des Heiligen Geistes sind und bleiben. Die Bibel sagt, wir sollen voll des Heiligen Geistes nicht einmal sein, sondern bleiben. Be being filled, damit wir weitergeben können in dieser Zeit. Amen. Amen. Ich habe von Gott etwas aufs Herz bekommen, eigentlich schon im Herbst. Und ich liebe es, wenn Gott mich führt und leitet. Er ist der Beste, oder? Er ist derjenige, der uns führt und leitet. Er ist der Oberhirte, er weiß, wo es lang geht. Und er hat mich schon, bevor das da im Oktober passiert ist in Israel, hat er mich schon hineingeführt in missionarische Dienste. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt. Und dann ist das am 7. Oktober, was da passiert ist in Israel, war schrecklich. Das ist das, wenn du wissen willst, wie der Teufel ist, so ist er. Was da passiert ist, war einfach nur schrecklich. Und es hat mich wachgerüttelt und mein Interesse, Gott hat mein Interesse wachgerüttelt, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, mit dem Thema Israel. Jede Gemeinde hat so ihren Schwerpunkt oder ihre Grundaussage. Und unsere ist das vollbrachte Erlösungswerk Jesu Christi. Amen. Das ist unser Main Dish. Das ist das, was Gott uns aufgetragen hat als Wort. Und wer Anfang des Jahres da war oder auch schon am 31.12. hat es begonnen, haben wir wieder über unsere Werte gesprochen. Und das ist unser Core-Thema. Das ist es, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und es gibt im Reich Gottes verschiedene Gemeinden mit verschiedenen Schwerpunkten. Und bei uns war es bis jetzt nie ein Schwerpunkt und ist es, glaube ich, auch weiterhin nicht, uns mit sehr viel mit Israel zu beschäftigen. Aber es ist wichtig, dass du dich mit Israel beschäftigst. Und deswegen habe ich diese Predigt aufs Herz bekommen, warum wir Christen zu Israel stehen. Und es ist eine Predigt, wo ich ca. 4000 Jahre Geschichte versuche abzudecken. Ich neige dazu, sehr ambitioniert zu sein und ich vertraue einfach Gott, dass wir das miteinander schaffen. Ich werde nicht die ganze Geschichte erzählen, dafür lies einfach mal deine Bibel von vorn bis hinten, dann wirst du das alles erfahren. Aber es gibt eine Botschaft an uns. Und ich beginne mit Gebet. Halleluja, danke Herr für deine Gnade. Danke Herr für die Salbung auf diesem Wort, das jetzt kommt. Danke Herr, dass du dein Wort salbst, dass Wahrheit immer gesalbt ist. Halleluja. Und danke, dass du eine Salbung auch auf mein Leben gelegt hast. Und Salbung bedeutet Gottes Kraft in Aktion, dass Gottes Kraft jetzt am Wirken ist an denen, die mit offenen Ohren zuhören. Amen. Halleluja. Danke, Herr. Er hilft mir mit Ausdruckskraft und Fokus. Er ist so gut. Halleluja. Wir beginnen einfach mal mit dieser Zeitreise. Wir schauen uns die Dinge an, die Gott in seiner Weisheit beschlossen hat und auch ausgesprochen hat. Gott hat Dinge beschlossen und er hat uns auch gar nicht gefragt, oder? Ich bin immer wieder
sehr erleichtert, wenn ich merke, dass er einfach alles weiß. Er weiß alles, ich nicht. Du auch nicht. Und wir verstehen ihn auch nicht immer. Das macht doch nichts. Das hat ja was zu tun mit Vertrauen, oder? Dass wir ihm vertrauen können, dass er weiß es ganz sicher besser. Also keiner dagegen. Das weiß. Wir wissen, Gott weiß es ganz sicher besser. Er ist nämlich der Allwissende. Und den Weg, den er gegangen ist mit seinem Volk, er hat das beschlossen, dass dieses Volk auserwählt ist. Vielleicht sagst du, ja, warum nicht ein anderes? Er hat sich's ausgesucht. Du hast ja deinen Ehepartner auch ausgesucht, oder? Also, wenn das jemand dann hinterfragt, wieso hat er eigentlich die Conny geheiratet und warum nicht den anderen? Das ist meine Entscheidung und auch ihre, ja. Also. Und Gott hat sich auch ein Volk erwählt und die Art und Weise, wie er es gemacht hat, ist wunderschön. Ich möchte dich ermutigen, lies das ganze Wort Gottes. Lies es durch, lies den Bibelleseplan oder das ganze Wort Gottes. Dann wirst du so sehr sein Herz kennenlernen. Und das ist es, mein Fokus, weil er den mir heute aufs Herz gelegt hat für euch, dass ihr sein Herz kennenlernt. Denn sein Herz schlägt für dich. Halleluja. Und vor ungefähr 2000 Jahren hat Gott einen Bund geschlossen, wir wissen, mit Abraham. Da beginnt irgendwo diese Reise. Er hat einen gerechten Mann gefunden, einen Mann, dem er einen Ruf auch gegeben hat, den Abraham. Damals hat er noch Abraham geheißen, dann Abraham. Ich nenne ihn jetzt einfach die ganze Zeit Abraham, ihr kennt euch eh aus. Ja? Er hat einen Bund geschlossen und das war im 1. Mose 12, 1 bis 3 lesen wir das. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Da pausiere ich kurz. Gott begegnet einem Mann und gibt ihm einen Auftrag. Er sagt, verlasse das Land, in dem du jetzt bist, verlass all deine Sicherheit, verlass deine Familie, ja, und geh in ein Land, das ich dir dann am Weg zeigen werde. Und das bedarf schon eine Menge Vertrauen und Glaube, das dann auch zu machen. Und die Bibel ist herrlich, weil die Bibel spricht immer zu uns. Das hat er jetzt zu Abraham gesagt, aber vielleicht spricht er das auch zu dir. Vielleicht gibt es auch irgendeinen etwas, was dir Sicherheit gibt, was gar nicht von Gott kommt, was du verlassen sollst. Vielleicht gibt es etwas, wo du glaubst, na eigentlich, ja, na, aber das will nicht. Wo Gott die ganze Zeit schon anklopft und sagt, come on. Und Abraham hat gehorcht. Es geht weiter. Er sagt dann, und ich will dich zu einer großen Nation machen. Aha, also er hat auch gleich eine Verheißung angeknüpft an das Ganze. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Das sagt er zu Abraham. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Halleluja. Gott hat ihm hier auch ein Land versprochen. Er hat gesagt, ich führe dich in ein Land. Wir werden dann uns das noch genauer anschauen. Wir wissen, nach Abraham kommt dann, die ganze Geschichte erzähle ich nicht, aber Isaak, ja, Jakob, den Gott dann Israel genannt hat. Und aus Jakob stammen die 12 Stämme Israels. Und das ist der Beginn, die Geburtsstunde des Judentums. Also nicht damals, wo Gott Abraham berufen hat, aber das ist der Beginn des jüdischen Glaubens. Jesus war ein Jude, richtig. Jesus war ein Jude. Und allein deswegen sollte es schon für uns von Interesse sein, uns ihre Geschichte anzuschauen. Und das Judentum an sich sollte uns nah am Herzen liegen. Und vielleicht bist du verwirrt durch die Medien. Dann möchte ich dir eins zurufen. Das Wort Gottes ist immer die beste Nachricht. Und das ist die endgültige Wahrheit. Weißt du, du kannst keine Medien wirklich ganz trauen. Also ich sage jetzt nicht, keine Medien konsumieren, aber schau dir alles im Lichte des Wortes Gottes an. Okay? Seid ihr noch da? Ja? Sehr gut. Also ich spreche mal für mich, ich will ihre Geschichte verstehen und habe mich damit jetzt auch sehr viel beschäftigt. Und wie gesagt, vor circa 2000 Jahren vor Jesus ist Abraham geboren in Ur, in Chaldea. Das ist der heutige Irak. Also da ungefähr ist Abraham geboren und er ging mit Gott und er vertraute ihm. Und im 1. Mose 15, 1 bis 7 steht,
Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht, also in einer Vision so: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, dein Lohn ist sehr groß. Und hier merken wir ein Gebet ist ein offenes Gespräch mit Gott. Ich liebe es so sehr, dass Gott in seinem Wort so viele Dialoge verankert hat, wo wir sagen würden, nein, das ist aber jetzt frech. Was jetzt kommt, das könnte man auch als frech empfinden, aber Gott hat damit kein Problem. Schaut, was Abraham hier sagt. Herr, Herr, was willst du mir schon geben? Bisschen keck, ja? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird der Eliezer von Damaskus, also mein Vorarbeiter. Ja? Ich habe keinen Sohn, ich habe keine Kinder, ich habe niemanden, dem ich, was soll ich da schon weitergeben? Also was soll das heißen, du segnest mich und die Generationen? Ich habe nicht einmal ein Kind. Und damals war das schon sehr wichtig, auch heute, ja, dass man Kinder hat und dass man was weitergeben kann, keine Frage. Siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben, sagt er. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben. Das war für den Eliezer von Damaskus sicher keine gute Nachricht. Der hat sich schon die ganze Zeit so ein bisschen die Hände gerieben und hat gedacht, mein Herr hat keine Kinder, ich werde das ja alles erben. Aber der Herr hat dem einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat gesagt, nein, nein, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, wird dich beerben. Und Gott führte ihn hinaus und sprach, blick doch auf zum Himmel. Manchmal ist das so mit Gott. Manchmal schauen wir die ganze Zeit nur so in unseren eigenen Umständen oder unsere eigenen Begrenzungen an und er sagt, weißt was, geh mal raus aus deiner Situation. Jetzt heb deinen Blick. Und im Psalm 121 steht, wo kommt meine Hilfe her? Meine Hilfe kommt vom Herrn. I lift my eyes up to the mountains. Ich hebe meinen Blick auf zum Herrn. Und das ist es, was er mit ihm gemacht hat. Ich liebe das so sehr, wie er einfach so liebevoll sein Kinn hebt und sagt, schau mal nach oben. Schau mal nach oben. Schau nicht auf deine Begrenzungen. Gott sagt zu ihm, heb deinen Blick nach oben und fang mal an, die Sterne zu zählen. Ich glaube, das hat ihm schon auch gesagt im Sinne von, du glaubst, du kannst hier alles mit deiner Logik ergreifen? Fang an, zählen. Gott, der alles weiß, der weiß nämlich, wie viele Sterne da oben sind. Er hat gesagt, dann schau mal, zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Damit zeigt er ihm seine Limits, was so liebevoll ist. Ich liebe das so sehr an Gottes Herzen, dass er uns immer wieder aufzeigt, ja, und du meinst, weise zu sein? Süß irgendwie. Also nicht hochmütig, Gott ist nicht hochmütig. Aber er sagt uns immer wieder, ja, du hast ja wirklich lieb irgendwie. Also wenn man kleine Kinder hat, dann denkt man sich das auch immer wieder, süß. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und das ist meine Kraft. Er sagt, schau mal nach oben, so wird es sein. Und er glaubte dem Herrn. Und das hat er ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er hat ihn gerechtfertigt. Der Glaube hat uns gerechtfertigt. Wir wissen das aus Epheser 2, 8 bis 10. Wir sind aus Glauben gerechtfertigt. Halleluja. Und er hat ihn das als Gerechtigkeit angerechnet. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich herausgeführt hat aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Also er hat gesagt, da gibt es ein Land, ich gebe es dir, du musst es aber nehmen. Und das ist ein göttliches Prinzip. Er streckt immer wieder seine Hand aus und sagt, das kann ich dir anbieten, dann braucht es deine Glaubenshand, die das dann nimmt. Ich liebe das so sehr, dass Gott mit uns zusammenarbeitet. Es steht auch in seinem Wort, wir sind Mitarbeiter Gottes. Also er wirft uns nicht alles hinterher. Manche Dinge gibt es zum Ergreifen. Und das sagt er dem Abraham hier, ich habe ein Land, das gehört bereits dir. Da steht Abrahams Land drauf, ja? Gehört dir. Du musst es nur in Anspruch nehmen. Du und deine Nachkommen. Der hat ihm vertraut. Das ist was Schönes. Wenn wir Gott vertrauen, das ist so schön. Ich meine, ich als Papa freue mich schon so, wenn meine Kinder mir vertrauen. Wenn du Gott vertraust, geht sein Herz über. Weil er ist vertrauenswürdig. Ja? Halleluja. Er ist all dein Vertrauen wert. Ich habe gesagt, ich versuche es kurz zu halten, aber Abraham hatte dann einen Sohn, den Isaak. Ich lasse jetzt einen ganzen Teil der Geschichte aus. Du weißt welchen, wenn du dich auskennst. Wenn nicht, lern dich auskennen. Er hat dann den Isaak, Isaak war dann sein Sohn. Isaak hat dann später dieses Land auch eingenommen. Das Land Kanaan. Okay? Das ist das Land, das Gott ihnen verheißen hat. Ungefähr 1950 Jahre vor Christus hat Isaak das Land dann eingenommen.
Aber Isaac hat auch erfahren von dieser ganzen Geschichte von seinem Papa. Und es ist so wichtig, dass wir unseren Kindern weitergeben. Das zieht sich wie ein roter Faden. Ich wollte es eigentlich googeln, nachschauen, warum heißt es eigentlich ein roter Faden. Also meiner Meinung nach ist der rote Faden das Blut Jesu. Halleluja. Wie ein roter Faden zieht sich das durch das ganze Wort, dass sie es immer ihren Kindern weitergegeben haben. Immer von der Güte Gottes erzählt haben, von Gottes Verheißungen. Und Abraham hat das seinem Sohn Isaac gesagt. Und der hat es dann auch weitererzählt. Und die 12 Stämme Israel. Und alle haben gewusst, dass Gott ihnen dieses Land verheißen hat. Und dieses Sternezählen und so weiter, das gab es noch ein paar Mal. Nicht nur einmal ist das vorgekommen, sondern Gott hat immer wieder erinnert, hey, vergiss nicht. Ich habe da gesagt, ihr werdet ein großes Volk. Und du siehst, wenn du durch die ganze Bibel liest, immer wieder wird es dann irrsinnig eng auch mal. Ja? Aber Gott hat immer wieder einen Ausweg oder eine rote Schnur oder was auch immer für einen Weg, dass das sein Erlöser zum Vorschein kommen wird. Am Ende der ganzen Reise steht dann Jesus. Das ist die Blutlinie Jesu, die sich durchzieht von Abraham aus. Aber es gibt dieses Land, das es einzunehmen gab. Und fast forward, ein bisschen nach vorne gespult, sehen wir im 5. Mose etwas, was mir wichtig ist an dieser Stelle. 5. Mose 4, 7 bis 9. Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nahe wären wie der Herr, unserem Gott, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Gute Frage, den gibt es nämlich nicht. Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Mose spricht hier. Mose hat das Gesetz von Gott empfangen. Viele Jahre später, nach Abraham, ja. Und er hat das Gesetz empfangen. Nur nimm dich in Acht und achte sehr auf deine Seele, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen verschwinden, alle Tage deines Lebens, und tue sie deinen Kindern und Kindeskindern kund. Wir haben jetzt noch keine Kindeskinder, das kommt sicher. Denen werden wir auch von der Güte des Herrn erzählen. Halleluja. Danke, Herr. Und es ist wichtig, dass wir weitergeben. Und so wurde diese Verheißung Gottes auch für dieses Land weitergegeben. Und im Endeffekt haben sie es ja dann auch eingenommen, oder? Jetzt sagst du, Moment einmal, kann Gott Land verschenken? Ja, das kann er. Weißt, wem es gehört, der kann es hergeben. Ist einfach so. Da waren ja Leute drinnen. Ja, wenn du dich mit der Geschichte beschäftigst, das war ein sehr gottloses Volk, das da gelebt hat. Und der Herr war hier sehr eindeutig, dass die da nicht leben sollten, weil er hat dieses Land Abraham und seinen Nachkommen versprochen, dass sie es einnehmen. Im Psalm 24,1 steht, die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Das wiederholt sich im 1. Korinther 10,26, denn die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Also wem es gehört, der kann es auch verschenken. Und Gott hatte ein verheißenes Land für sein Volk. Damals noch, bevor sie es eingenommen haben, war es ein sehr ödes Land. Kein sehr schönes Land. Aber Gott hat gewusst, was er daraus machen wird aus diesem Land. Und weil Abraham sich gerecht gegenüber dem König von Sodom verhalten hat, hat Gott diese Verheißung ausgesprochen und hat ihm dieses Land geschenkt. Weißt du, Vertrauen an Gott und Zugewinn an materiellen Dingen, es kann Land sein, Finanzen, Wohnungen, Autos, Häuser, was auch immer, das gehen Hand in Hand. Wenn du Gott vertraust, wird er dich segnen. Das geht oft Hand in Hand. Und dann kommt der Segen in dein Leben, wenn du die Wege Gottes beschreitest. Wenn du ihm mehr vertraust als deinem eigenen Bauchgefühl, was auch immer das ist. Mein Bauchgefühl ist manchmal Hunger, aber Gott, letztendlich, er ist die Wahrheit, oder? Und wenn wir ihm vertrauen lernen, werden wir den Segen bekommen. Umgekehrt funktioniert auch der Zweifel. Zweifel und Rebellion kann sogar das, was du bereits von Gott bekommen hast, wieder verschwinden lassen aus deinem Leben. Und wir haben das auch erlebt. Gott kann sogar auch Salbung aus deinem Leben wieder wegnehmen. Wenn du falsch abbiegst oder in Rebellion gerätst, dann nimmt er dir wieder weg, was du bereits bekommen hast. Das wollen wir nicht. Simson ist so ein Beispiel. Simson war gesalbt. War wirklich ein gesalbter Mann Gottes. Aber wenn du liest von seinem Lebenswandel, im Endeffekt hat er seine Salbung auch verloren auf eine bestimmte Art und Weise.
Und dann hat er zum Schluss noch einmal gebeten, Gott, gib mir noch einmal diese Kraft. Und dann hat er sie noch einmal bekommen und ist unter den Trümmern gestorben, letztendlich. Aber du kannst die Kraft Gottes auch verlieren. Im Gegensatz wieder, damit die Gesichter wieder mehr strahlen, Glaube bringt gute Ergebnisse in deinem Leben, wenn du Gott vertraust. Saul zum Beispiel ist zu Totenbeschwörern dann gegangen, was er nie hätte machen sollen. Das war Gott immer schon ein Gräuel, Tote zu beschwören und eine Stimme aus dem Jenseits soll ihm, ja, er wollte den Samuel hören. Aber das hat auch bei Saul seinem Dienst, das hat ihm seine Salbung gekostet, seinen Dienst gekostet. Aber an Abraham sehen wir, dass sich Gehorsam auszahlt. Gehorsam hat was mit Hören zu tun. Dass wir Gott gehorsam sind, ist eine schöne Sache. Wenn du ein Problem hast mit Gehorsam, dann lass dich von Gott gesund lieben, weil es ist etwas Gutes für dich. Und ich glaube, das ist gelandet, ja. Auch heute gilt das nämlich noch, ja. Also es ist nicht nur damals, vor ein paar tausend Jahren. Gott hatte spezifische Verheißungen und ich habe da mal die erste Karte, ich hoffe, da beamer tut jetzt brav, wo wir sehen, eine rote Linie, sehen auch die Rot-Grün-Schwachen, das ist das äußere, die rote Linie. Das ist im 4. Mose 34, 1 bis 12 steht hier genau beschrieben, das Land, das Gott seinem Volk versprochen hat, verheißen hat. Und 1300 Jahre später ist die blaue Linie. Ich finde das schon sehr interessant, dass wir im Hesekiel 47, 13 bis 20, du kannst das dann nachher nachlesen, wenn du möchtest, sehen wir genau beschrieben das Land, das Gott seinem Volk verheißen hat. Wir werden das dann im YouTube-Video auch einblenden, die Karte. Ja. Das ist das Land, das ihnen verheißen hat. Schau dir das mal an, ist doch interessant. Es ist ziemlich groß. Also wenn jetzt in den Medien die Rede ist von Landverteilung oder was auch immer in den Medien geredet wird, dann habe in Mind, also habe im Bewusstsein, das ist das, was Gott ihnen geschenkt hat. Okay? Also wollen wir uns ja wohl jetzt nicht über sein Wort stellen, sondern das ist das Land physisch, das er ihnen verheißen hat. Also von der zeitlichen Abfolge her habe ich begonnen, 2000 Jahre vor Christus Abraham, dann Isaac, dann Jakob. Wir wissen, Jakob wurde dann letztendlich nach Ägypten verschleppt, ja, also verkauft eigentlich, ja. Verschleppt, da tue ich ihnen jetzt Unrecht, die haben ihn ja rechtmäßig gekauft, ja. Seine Brüder haben ihn verkauft, die ganze Geschichte, ihr wisst es, Josef wurde verkauft von seinen Brüdern, der Bur vom Jakob, ja, und letztendlich hat das alles dann zum Guten gedient, das wisst ihr, die Bibel kennt. Und ungefähr 1100 Jahre vor Christus hat Mose dann das Volk Gottes hinausgeführt. Dann waren sie 40 Jahre in der Wüste, das wisst ihr auch. Halleluja, danke Herr. Und dann kam die Zeit Josuas. Josua lebte zur Zeit von Mose. Wir wissen nicht, Mose hat sie ins verheißene Land dann hineingeführt, wieder zurück, ja, sondern Josua. Und er lebte zur Zeit von Mose und führte das Volk in das verheißene Land. Und da haben wir dann die zweite Karte im 5. Mose 18. Ja, wir sehen hier das Land Kanaan. Und dass da einige Völker, vielleicht kannst du das lesen, die da zu der Zeit waren, die Philistäer, Amoriter, Hethiter und die ganzen Iters, die Riters, genau. Im 5. Mose 18, 9 bis 14 steht, wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräueln dieser Nationen gleichzutun. Das sagt er auch heute zu dir. Lerne nicht von diesem Zeitgeist der Welt, die Dinge abzuschauen. Lass dich nicht gleichschalten, wie die Welt denkt. Gott hat sehr wohl erkannt, wo etwas verdorben ist, wo etwas dir schadet und allen anderen schadet. Und er hat gesagt, mach es nicht den Gräueln der Nationen gleich. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Das war damals Praxis. Die haben Menschenopfer gebracht, die haben ihre Kinder geopfert. Gottes Wort sagt ganz klar, das ist ein Gräuel. Also wenn du irgendeine Schriftstelle findest, wo Gott das wollte, die wirst du nicht finden. Gott wollte keine Menschenopfer außer dem einen, Jesus Christus. Also er war dagegen, dass Kinder durchs Feuer gehen müssen, furchtbar. Oder Wahrsagerei getrieben wird, oder kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier. Und warum?
weil er ein Spielverderber war? Nein, weil er gewusst hat, das Vertrauen in etwas, so etwas zu legen, wird dich niemals segnen. Es wird dich nie bringen auf den Weg des Segens, sondern nur das Vertrauen an ihn allein. Und nicht das Vertrauen in irgendwelche Zauberer oder Wahrsager, die sich selber nur groß machen und das Geld einstreifen dann. Kein Zauberer oder Beschwörer oder Mage oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer, da haben wir es. Oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen, okay, diesen Satz, diesen Teil des Satzes merkt ihr, um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Also sie haben das Land, das verheißene Land, eingenommen und da waren Völker, die genau das, was oben steht, gelebt haben. Es war gelebte Praxis. Deswegen hat er sie ausgetrieben. Du sollst dich ungeteilt an deinen Herrn, an den Herrn, deinen Gott halten. Das möchte ich auch, Herr. Hilf mir, Herr, dass ich wirklich ungeteilten Herzens mich an dich halte. Und nicht an die Weisheiten der Welt oder an die Verlockungen der Welt oder an etwas, was den Ohren kitzelt, sondern wirklich, Herr, hilf mir, dass ich an dir festhalt und an dir allein. Gott ist ein eifernder Gott. Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber, so etwas hat der Herr, dein Gott, dir nicht gestattet. Nicht, weil er ein Spaßverderber ist, sondern weil er weiß, es führt dich in die Verdammnis, in die Finsternis führt es dich. Und wir haben ihn und ihn allein. Halleluja. Ich möchte kurz ins Neue Testament springen, in den Galater 3, Vers 19. Da steht, aber warum wurde denn das Gesetz überhaupt gegeben? Wir wissen, Mose hat das Gesetz dem Volk gebracht. Und dann stellst du dir vielleicht die Frage, wenn du jetzt im Neuen bist, warum wurde das Gesetz überhaupt gegeben? Es wurde gegeben, um den Menschen zu zeigen, dass sie schuldig sind. Um zu erkennen, das ist Gottes Standard. Zu zeigen, dass sie schuldig sind. Doch es sollte nur bis zum Kommen des Christus bestehen bleiben, an den Gott sein Versprechen gebunden hat. Gott gab seinen Gesetze Engeln und diese gaben sie Mose, dem Mittler zwischen Gott und dem Volk. Deswegen wurde Mose das Gesetz gegeben. Halleluja, danke Herr. Noch ein Wort zu Moses. Ihr wisst die ganze Geschichte, sie waren sehr störrisch. Bist du auch manchmal störrisch? Ja? Ganz ruhig. Innerlich nicken, das sieht dann auch keiner. Ich bin auch manchmal störrisch. Aber das bringt, ja. Flora, es liebt, dass du mich so zweifelnd anschaust. Das Volk Gottes war oft störrisch und es ist wirklich furchtbar zu sehen, wirklich. Also wenn du die ganze Geschichte liest, erkennst du aber auch sein Herz. Das Herz Gottes ist so groß für sein Volk und auch für dich, weil du jetzt auch hineingepflanzt bist in sein Volk. Aber sein Herz ist so groß und wir sehen, dass sie immer wieder abbiegen und er sie wieder zurückholt, aber sie sich immer wieder Troubles einhandeln. Wir wissen, in Römer 6, 23 steht, der Lohn der Sünde ist was? Der Tod, richtig. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Halleluja. Danke, Herr, dieser Lohn, den hat Jesus empfangen. Ha? Ja. Danke, Herr. Also das Volk Gottes war störrisch und oft ungehorsam und das Volk hat gemurrt. Und Gott hat sowas von gereicht auch schon. Das mag ich, das Gott manchmal so Züge hat, wo man sagt, schon ein bisschen menschlich, gell? Es hat ihm gereicht, er wollte sie enterben. Er hat gesagt, wir wissen ja, er ist allwissend, ja, aber in dem Moment hat es ihm gereicht, obwohl er wusste, dass es weitergeht. Das können wir nicht verstehen, das müssen wir glauben. Und Mose hat dann Fürbitte getan für sein Volk, immer wieder hat er gesagt, na, nimm sie nicht weg, das Land, weil, weißt du, 2. Mose, 32, 13. Denke an deine Knechte. Mose spricht hier. Denke an deine Knechte, an den Abraham. Kannst du dich nur erinnern? Gott, kannst du dich erinnern? Den Abraham, was du ihm gesagt hast, für immer und so, gell? Isaac und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und denen du gesagt hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels. Und dieses Land, das ganze Land, von dem ich gesagt habe, ich werde es eure Nachkommen geben zum Besitz in Ewigkeit. Das werden sie für ewig in Besitz nehmen. Hier ist wirklich von einem physischen Land die Rede. Und Mose hat ihn erinnert. Nein, 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 das sei ferne, dass du dieses Volk auslöscht, dass du deinen Versprech, deinen Gutschein wieder zerreißt.
Nein, du hast gesagt, das ist für ewig. Dieses Land ist für ewig. Und wir wissen, das hat eine irdische Bedeutung und auch eine geistige für uns. Das Reich Gottes ist für ewig. Für ewig. Du lebst jetzt im Reich Gottes, Halleluja, in Jesus Christus, in Ewigkeit. Und Gott hat sich dann, ich glaube, er hat darauf gewartet, dass jemand in die Bresche springt und Fürbitte tut für das Volk. Er möchte auch, dass wir das immer wieder machen. Wenn wir merken, dass jemand schwach ist in unserer Gemeinde, können wir Fürbitte tun. Dass wir sagen, Herr, du siehst, er oder sie ist auf Abwägen, aber du weißt doch, Jesus hat bezahlt. Du hast doch einen Segen verheißen und gieß jetzt aus deinen Segen. Es ist etwas Wunderschönes, dass das Herz Gottes ist, Fürbitte zu tun für jemanden. Jesus hat das auch gemacht, immer wieder. Er hat ihnen dieses Land gegeben für ewig. Und jetzt wirklich im Hinterkopf immer wieder die Nachrichten, die andere Dinge sprechen wollen. Und zwei, was weiß ich, dass sie das Land teilen und ein bisschen dort und ein bisschen da. Das hat Gott den Juden, seinem Volk verheißen, für ewig. Ob du es magst oder nicht. You'd better like it. Weil es ist sein Wille und nicht unserer. Und er hat auch gesagt, dass sie dieses Volk hier austilgen sollen. Es war sein Plan, dass diese Völker nicht im verheißenen Land sind. Er möchte auch Dinge aus deinem Leben austilgen und gut ist so. Und gut ist, manchmal verstehst du es gar nicht, aber sag Tschüss zu den Dingen, die dir schaden. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Und genauso ist dieser Gedanke Gottes, dass er dieses Volk, das hinaustreiben wollte. Er hat gesagt, die sollen verschwinden aus diesem Land, das er für sein Volk hat. Und wir haben uns ja vorher schon die Karte angeschaut, aber im 5. Mose 20, Verse 16 bis 20 steht, in den Städten der Völker, die der Herr, euer Gott, euch zum Besitz gibt, dürft ihr niemand am Leben lassen. Sehr radikal, muss ich zugeben. Ihr sollt die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Persiter, Hiviter und Jebusiter vernichten, wie der Herr, euer Gott, euch befohlen hat. Denn die Völker des Landes sollen euch nicht ihre verabscheuungswürdigen religiösen Bräuche lehren, die sie zu Ehren ihrer Götter ausgeführt haben, damit ihr euch dadurch nicht gegen den Herrn versündigt. Und wir wissen, sie haben immer wieder, waren sie nicht sehr gründlich, dann haben sie wieder geopfert auf den Höhen und so weiter. Und du siehst, es geht bergab. Immer wenn sie begonnen haben, andere Götter anzubeten, ist es die Hand Gottes weg gewesen. Konnte er sie nicht segnen, weil sie auf ihre Wege gegangen sind. Wenn du dich verfährst, wirst du nicht richtig ankommen. Das ist eine Logik, die sehr logisch ist. Ja, sehr schön. Ja. Die total logisch ist. Danke, Herr. Halleluja. Weißt du, er liebt sein Volk mit einer radikalen, wilden Liebe. Und wir haben gestern wieder ein bisschen Jesus Christ Superstar geschaut und da gibt's, ich gebe es zu, wir lieben es. Es ist theologisch zwar ein bisschen schwach, aber musikalisch spitzenmäßig. Es ist sehr viel, sehr Gutes drin. Und man kann auch, wenn man wirklich fest ist im Glauben, kann man auch da was lernen. Ja. Und worauf will ich hinaus? Auf jeden Fall gab es da eine kurze Szene, wo sie ganz schnell so Ikonen zeigen, Bilder von Jesus, so ganz alte Bilder. Aber kein einziges davon hat mich wirklich angesprochen. Er schaut immer so irgendwie so besiegt oder so. Weißt du, die Liebe Jesu ist eine wilde Liebe. Vergiss all die Bilder, die ihn darstellen als einen schwachen, besiegten, sondern er ist ein Löwe, ein brüllender Löwe und er eifert um dich. Er ist ein eifernder Gott, kein Weichei-Gott. Christentum ist nichts für Softies, es ist eine sehr radikale Geschichte und ich verwende das Wort bewusst. Radis, die Wurzel, oder? Wer hat Latein gehabt? Ich habe nie Latein gelernt. Aber angeblich ist das die Wurzel, Radieschen, die kleine Wurzel, ja. Radikal, bin mir sicher, das hängt alles zusammen. Radikal, das hat euch gefallen, das Radieschen, ja. Ist jetzt auch schon in Frühlingsstimmung. Radikal können die Dinge entfernt in deinem Leben und das Leben mit Jesus ist eine radikale Geschichte und seine Liebe ist wild. Er ist ein eifernder Gott. Ich gebe euch zwei Verse, drei oder mehr. Zacharia 2,12, zuerst mal aus der Elberfelder Übersetzung. Denn so spricht der Herr der Herrscher, nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat über die Nationen, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, euch, ihr Juden, mein Volk, der tastet seinen Augapfel an. Der Augapfel Gottes.
Ich habe einmal versucht, Kontaktlinsen zu tragen. Nach einer halben Stunde haben die, glaube ich, aufgegeben mit mir in dem Geschäft, weil ich habe es nicht geschafft, mir ins Auge zu greifen. Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen, es sollte nicht so sein. Aber gut, fühle dich nicht schuldig, wenn du Kontaktlinsen trägst. Der Augapfel ist was sehr Empfindliches. Und Gott sagt, wer meinen Augapfel antastet, quasi wer mein Volk antastet, tastet meinen Augapfel an. Also Gott nimmt das sehr persönlich, wer sein Volk angreift. Steht hier. In Neues Leben steht es wie folgt, also NLB. Denn so spricht der Herr, der Allmächtige, der mich zu den Völkern gesandt hat und die euch ausgeplündert haben. Wer euch antastet, tastet meinen kostbarsten Besitz an. Und das kannst du auf dich auch anwenden, weil du bist sein Kind jetzt. Du bist sein kostbarer Besitz. Das sagt er nicht nur zu seinem Volk, den Juden, sondern auch zu uns, die wir hineingepflanzt wurden in diesen Ölbaum der Versorgung, wo das Öl Gottes fließt, die Salbung Gottes, seine Gegenwart fließt. Halleluja. Er spricht das auch zu dir. Wer dich angreift, greift den Augapfel Gottes an. Er nimmt das persönlich, wenn jemand gegen dich geht. Und er nimmt es auch persönlich, wenn jemand gegen Juden vorgeht. Und die ganze Geschichte der Juden ist eine sehr tragische, aber auch eine hoffnungsvolle. Es ist eine fürchterliche, aber auch eine, die die Liebe Gottes zeigt. Und er hat einen Plan, auch für die Juden auch noch. Und ihr wisst, ich sage es trotzdem dazu, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Das gilt für alle Völker. Also Juden werden nicht in den Himmel kommen, wenn sie nicht an Jesus Christus glauben. Das ist einmal das Wort Gottes eindeutig. Ja? Und die Juden müssen von Jesus Christus hören, von dem Meschiach, dem Erlöser. Das ist so arg, wenn jemand so knapp an der Wahrheit ist und dann doch nicht. Aber es gibt einen Plan und es gibt einen Ruf, dieses Volk zu erreichen. Zudem noch ein bisschen mehr später. Halleluja, danke für dein Wort. 2. Mose 34, 12 bis 14. Nimm dich in Acht, dass du mit den Bewohnern des Landes, in das du kommen wirst, keinen Bund schließt. Schließ auch du keinen Bund mit der Welt. Damit sie nicht zur Falle werden in deiner Mitte. Vielmehr sollt ihr ihre Altäre niederreißen. Die Orte, wo sie anbeten, wo sie falsche Götter anbeten, wo sie den Teufel anbeten, die können niedergerissen. So viel dazu, radikaler Gott, oder? Es gibt sogar eine Bibelgeschichte, da gab es einen Götzen, den hat Gott umgeschmissen. Das gefällt mir besonders gut. Und dann hat er einfach kaputt gemacht. Ja? Da hat er mal selber auch Hand angelegt. Vielmehr soll die ihre Altäre niederreißen, ihre Gedenksteine zertrümmern und ihren Ascherim ausrotten. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist. Er ist ein eifersüchtiger, ein eifernder Gott. Er eifert um dich. Eifer ist eine schöne Sache. Und ich habe vor, demnächst eine Predigt zu halten nur über Eifer. Zeal. Das ist eine wunderbare Sache. Das ist eine Eigenschaft Gottes, eifrig zu sein, zu eifern. Was heißt das? Mir ist was nicht wurscht. Das Gegenteil ist, ich eifere um etwas. Ich eifere um das Herz meiner Frau. Und ihr verheirateten Männer eifert auch um das Herz eurer Frauen, oder? Amen. Das geht noch, das war extrem schwach. So, ihr Männer, ihr eifert um das Herz eurer Frauen. Amen. Amen. Jetzt war ich kurz geneigt, die Botschaft zu ändern. Aber ich habe es notiert, ich sag's nur. Notiert habe ich es. Ist im Logbuch. Ja. Danke, Herr, dass du mir hilfst, jetzt zu vergeben und weiterzumachen. So. Nein, er hat zu mir ja auch geredet. Da geht noch was her. Ja. Er hat uns allen, er hat auch seinem Volk den Messias verheißen. Und wenn du die Bibel liest, denkst du dir immer so oft, na geh, da steht er und ihr erkennt ihn nicht. Dann haben sie ihn versucht, aus der Reserve zu locken. Heute war, glaube ich, Markus 12. Da haben sie, die kommen dann immer wieder die Schriftgelehrten um ihn, ein paar schockene Gesichter, aus der Reserve zu locken. Und dann sagen sie, wir wissen, du bist ein Lehrer und pipapo und schleimen sich bei ihm ein, nur um ihm eine Falle zu stellen. Wie sehr kann man Jesus verpassen? Wie sein Volk ihn bis heute verpasst? Wenn du mal in Israel warst, in Jerusalem warst,
bricht dir das Herz über so viel Religion an allen Ecken. Alle Glaubensrichtungen, die da vertreten sind, außer die wiedergeborenen Christen, versuchen durch Religion sich diesen Himmel zu erkaufen. Das Herz Gottes blutet für solche Menschen. Es ist sehr schwer um diese Menschen. Und meins auch. Deswegen hören wir nicht auf, das Evangelium zu verkünden. Stimmt's? Yes, er ist ein eifernder Gott. Habe ich 2. Mose 34, habe ich schon vorgelesen, gell, ja. Dann 1. Mose 49, 10. Er wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis das komme der, dem es gehört. Und ihm werden die Völker anhangen. Das heißt, im 1. Mose 49 ist eine ganz klare Verheißung von Jesus, der aus dem Stamm Juda kommt. Einer von den 12 Stämmen ist der Stamm Juda, aus dem kommt Jesus hervor. Und er ist derjenige, dem dieses Volk eigentlich gehört. Und es werden ihm die Völker, Halleluja, auch die Österreicher werden ihm anhängen. Halleluja. Jesus, sein Zepter wird nicht weichen. Er ist und bleibt der König. Die Nummer 1 ist für immer Jesus Christus. Halleluja. Gut, wir gehen ein bisschen weiter. Ihr wisst das Leben von Jesus. Jesus wird geboren und lebt den Willen des Vaters aus. Also er lebt den Willen Gottes vor. Und im Matthäus 5, 17 steht, ihr sollt nicht meinen, sagt Jesus, ich bin gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus ist nicht gekommen zu sagen, das war alles Blödsinn bis jetzt. Vergesst, was die ganzen Propheten, was Mose gesagt hat, vergesst das mal, Altes Testament rausreißen und wegschmeißen. Das sagt Jesus nicht. Er ist gekommen, es zu erfüllen. Gott hat uns das Gesetz gegeben, damit wir erkennen, dass wir ihn brauchen. Er hat uns das Gesetz als Spiegel vorgehalten, damit wir merken, wir können das nicht einhalten aus unserer Kraft. Und Religion sagt immer, ich kann das aus meiner Kraft. Ich kann das, wenn ich mich zusammenreiße, dann kann ich's. Und dann fühle ich mich verdammt, wenn ich es nicht schaffe. Aber wir wissen, wir haben es heute gesungen. Wir haben es gesagt, oder? Psalm 23, der letzte Satz. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Das ist es, Halleluja, was für uns gilt. Wir sind im Haus des Herrn für immer und Gnade und Barmherzigkeit werden mir folgen. Und ich weiß, ich brauche beides. Ich brauche die Gnade und ich brauche die Barmherzigkeit. Und Religion sagt, meine Werke, durch meine Werke werde ich gerecht. Und das ist schrecklich, wenn ein Kind versucht, durch Werke gerecht zu werden. So sieht der himmlische Vater auch heute noch sein Volk, die Juden. Er hat ein Herz für sie. Hab du auch eins für sie. Johannes 1, 10 bis 12. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört. Und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Gottes Kinder zu heißen. Wozu sind jetzt wir als Christen beauftragt? In Bezug auf Israel. Was sollen wir tun? Das eine ist, wir sollen unterstützen. Und ich habe da einen Satz, den habe ich auch am Beamer. Das ist ein Zitat von der internationalen christlichen Botschaft Jerusalem. Christen unterstützen Israel, weil sie anhand der Bibel Gottes Absichten mit dem jüdischen Volk erkannt haben. Weil sie um eine neue und respektvolle Beziehung zum jüdischen Volk bemüht sind, und weil sie die historische und politische Rechtmäßigkeit des Staates Israel anerkennen. Mir ist wichtig, man kann jemanden mit Respekt begegnen, ohne zu sagen, euer Weg ist richtig. Ich kann jemanden mit Respekt begegnen und genug lieben, um ihm zu sagen, aber Jesus ist der Messias, der verheißene Messias, er ist schon da. Es gibt Juden, die warten auch heute noch auf den Messias, das ist schrecklich. Er war schon da, sie haben ihn aber verpasst. Deswegen dürfen wir ihnen den Jesus präsentieren und bringen. Amen. So wie allen anderen Völkern. Aber die haben schon einen besonderen Platz in Gottes Herz. Also sollten sie auch uns nicht egal sein. Wisst ihr, Politiker sind Menschen und nicht alle ihre Entscheidungen sind gut. Ich sage nicht damit, dass wir all das, was der Netanjahu und seine Knesset entscheidet, ist eine gute Entscheidung. Der ursprüngliche
Wunsch Gottes war nie, dass wir Könige haben oder dass wir Politiker haben. Das war nicht sein ursprünglicher Wunsch. Wenn du sein Wort kennst, weißt du, sein Wunsch war, dass du von ihm abhängst. Und ich habe es ausgedrückt, aber jetzt nicht dabei. Aber im 1. Samuel 8 gibt es einen Dialog, wo sie sagen, wir wollen auch einen König haben, wie die anderen. Und Gott sagt, nein, das ist nicht mein Wunsch. Mein Wunsch ist, dass ich euer König bin. Dass ich euch sage, wo es lang geht. Dass ihr euch einfach immer an mir orientiert. Gottes Wunsch war nicht eine Demokratie. Es ist an sich kein so schlechtes System. Das beste System ist eine Theokratie, wo Gott die Nummer eins ist und bleibt. Und er braucht auch keine Abstimmung, weil er ist in sich eins. Das ist der eigentliche Wunsch Gottes für uns, für unser Leben. Du kannst es auch jetzt noch leben, eine Theokratie, du und er. Du kannst dich von ihm regieren lassen, von ihm beherrschen lassen, weil er ist der beste Herrscher, der beste Fürst, der beste König, er ist der Beste. Also sein ursprünglicher Wunsch, wenn wir jetzt sagen, wir ehren und wir stehen hinter Israel, das heißt nicht, dass ich hinter jeder Entscheidung stehe, die sie dort treffen, aber wir beten für sie. Wir beten für sie. Psalm 122, 6 und 7. Er bittet Heil für Jerusalem, sein Auftrag an dich und mich. Und es ist durch diese Geschehnisse immer größer geworden jetzt für mich, auch regelmäßig für dieses Land zu beten und für sein Volk. Unser erstes Gebet, ich lese es zuerst weiter und dann sage ich das. Ruhe sollen sie haben, die dich lieben, den Shalom-Frieden erleben. Jesus ist der Friedefürst. Er ist der, der ihnen den Frieden bringen wird. Heil sei in deinen Festungswerken, sichere Ruhe in deinen Palästen. Da kannst du auch noch Jesaja 62 dazu notieren, wenn du schon Notizen machst. Was können wir noch machen? Wir können geben. Wir können Finanzen geben. Und wir als Gemeinde, ich habe da wirklich Gott gesucht. Und wir als Gemeinde unterstützen seit heuer Rea Israel. Das ist ein Dienst, der genau das macht. Die machen viele Sachen. Ich habe das absichtlich auch, wir haben da, glaube ich, auch eine Folie auf unserer Homepage. Unter Aktuelles findest du die ganze Info zu Rea Israel. Da kannst du dir anschauen, welchen Dienst wir jetzt unter anderem, wir unterstützen einige Dienste, aber das ist jetzt dazugekommen. Den hat Gott uns aufs Herz gelegt. Und wer Israel segnet, den segnet Gott. Wer sein Volk segnet, den segnet der Herr. Politisch einwandfrei. Ja. Also du kannst schauen, die Völker, die hinter Israel stehen, sind gesegnete Völker. Halleluja. Und du kannst hier den Link verfolgen, den ersten hier. Und den zweiten, das ist eine 12-teilige Serie, wenn du wirklich viel Zeit hast. Ich habe sie mir ein, zwei Mal angeschaut. Brauchst du wirklich viel Zeit, sehr intensives Studium über das, was ich jetzt geschafft habe, in so kurzer Zeit zusammenzufassen. Halleluja. Israel, Gottes verheißenes Wort im Erfüllungsprozess. Liebe Lobpreise, dürft schon kommen. Ich möchte noch beten. Danke, Herr, dass du uns hilfst, unseren Platz zu finden, unsere Rolle als Gemeinde, aber auch als jeder Einzelne, was unsere Aufgabe ist, dass du uns eine Gebetslast gibst für dieses Volk. Halleluja. Danke, Herr, dass sie dich erkennen werden, den einzig wahren Erlöser und Befreier Jesus Christus. Danke, Herr, für diesen Dienst, Rea Israel, dass sie da unten Missionare haben, die Juden das Wort Gottes bringen, die ihnen Jesus bringen auf so wunderbare Art und Weise und die Juden zurückführen wieder nach Israel. Danke, Herr, dass dieser Dienst mächtig gesegnet ist. Halleluja. Und ich zersprenge jetzt wirklich mit der Kraft Gottes Gedankenfestungen, weil der Teufel ist ein Lügner und er möchte sagen, die Juden, die haben nur das Geld und da. Der Teufel hasst die Juden und sei du nicht jemand, der mit ihm mitheult, sondern sei jemand, der für sein Volk ist, der voller Erbarmen ist für dieses Volk, der voller Leidenschaft ist für das Volk Gottes, dass sie zurückkommen, dass sie zurückkommen zu ihrem Vater, sie zurückkommen, dass sie erkennen, dass sie Gnade kennenlernen. Weil das, was sie jetzt leben, ist alter Bund, Rache, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sie kennen diese Gnade nicht, Herr. Sie kennen die Gnade nicht, Herr, die du selbst bist, Jesus. Danke, Herr. So wie ich es vorher angesprochen, denn der Tod ist der Sünde Sold, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Herr, deshalb bitten wir,
für dein Volk, Herr, dass sie Jesus erkennen und die Gnadengabe Gottes bekommen, das ewige Leben. Danke, Herr, für deine Pläne. Deine Pläne sind wunderbar und sind uns zu groß. Wir können sie nicht verstehen, aber wir vertrauen dir von ganzem Herzen. Führ und leite uns, du Herr, durch deinen Heiligen Geist. Und es ist der Geist Gottes, der dein hartes Herz weich macht. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist. Jeden begegnest da, wo er ist, Herr. Danke, Herr, dass unsere Klugheit oft so töricht ist, Herr, aber deine Weisheit, Herr, die wollen wir ergreifen. Danke, Herr.